Hallo und herzlich willkommen. Heute möchten wir euch das Lenovo IdeaTab A210-7A einmal vorstellen. Wie gesagt, ein Tablet aus dem Hause Lenovo. 7 Zoll ist es groß, eine recht kleine Größe für ein Tablet. Und für die, die sich da jetzt nicht ganz so viel darunter vorstellen können, wie groß ein 7 Zoll Tablet in etwa ist, haben wir hier einmal das Galaxy Note 10.1, um es mal daneben zu legen und einfach mal den Vergleich zu zeigen. So, das Galaxy Tablet packen wir jetzt hier wieder weg. Darum geht es schließlich in dem Video nicht. Den Lieferumfang haben wir hier schon mal für euch bereitgelegt. Das Netzteil ist selbstverständlich dabei mit einer Ausgangsleistung von 1500 mAh. Ein Datenkabel bzw. Ladekabel, USB auf Micro-USB. Und ein wenig Zettelwerk, Schnellstartanleitung, dahinter sehen wir Garantiebedingungen und Sicherheitsinformationen und allgemeines Informationshandbuch. Das Tablet selber zeige ich euch natürlich auch. Wir haben am oberen Rand den Powerknopf, Micro-USB sowie einen Klinkenstecker. An der Seite finden wir Lautstärkewippe und ansonsten war es das, wie ihr seht, schon. Auf der Rückseite befindet sich hier oben eine 2-Megapixel-Kamera. Unter dieser Kamera, wenn wir hier mal ganz kurz aufmachen, finden wir zwei SIM-Karteneinschübe für UMTS sowie hier einmal MicroSD-Karteneinschub. So, einmal wieder zu, jawohl. Ein wenig zu den technischen Details. Das IdeaTab hat einen Cortex A9 Single Core, 1 GHz Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher. Das Display hat eine Auflösung von 1024x600. Unterstützen tut das Tablet Bluetooth, Wi-Fi, GPS, UMTS, 16 GB interner Flash-Speicher, wie gesehen SD-Karten-Slot. Damit noch erweiterbar und weitere 32 GB. An der Front sehen wir hier oben noch eine kleine Kamera, löst auf mit 0,3 Megapixel. Für Videochat hatte ich auch ausprobiert mit Skype. Gar kein Problem, das Tablet, da stockt nichts, das funktioniert wunderbar. Einmal auf den Powerknopf, damit ihr auch mal das seht, wie es so läuft. Das Display, Farben sind okay. Wie gesagt, Auflösung 1024x600. Ihr seht, es läuft recht flüssig, wenn man hier einfach mal so ein wenig durch die Sachen durchscrollt. Man sehe hier, das Tablet kommt mit Android 4.0.3. Ein wenig getestet hatte ich es. Ist es jetzt auf Werkseinstellung, deswegen seht ihr jetzt eigentlich relativ leer. Ich habe soweit alles tagesübliche, Facebook, G+ und so weiter getestet. Muss sagen, es gab keine Hänger, keine Probleme mit Apps starten oder so. Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein schönes, kleines Tablet, was derzeit ungefähr 200 Euro kostet bei uns. Und dafür muss ich sagen, bekommt man schon allerhand, allein schon UMTS, zwei SIM-Karten-Slots. Ist schon was Feines. So viel zum IdeaPad. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.